Ja, ich hatte gerade auch noch ein interessantes Gespräch und ja, es ist auch immer wieder die Frage, was können wir tun? Und ich denke mal, wir sollten nicht nur montags hier hinkommen, es ist natürlich sehr, sehr wichtig, auch immer wieder Leute, neue Leute mit hierher zu bringen. Aber auch, was kann man denn so untereinander machen? Was kann man unter der Woche machen? Was kann man miteinander tun im Rahmen der Vernetzung? Und ich denke mal, da ist es einfach, ja, vielleicht mal eine Anregung, dass man sich insofern vernetzt und einfach mal schaut, was kann man vielleicht als Hilfestellung, als Dienstleistung, als Unterstützung, was kann man da eventuell seinerseits anbieten für die anderen innerhalb des Netzwerkes? Oder wer hat eventuell Dinge, die er selber nicht mehr braucht, Kinderkleidung, wo die Kinder rausgewachsen sind, oder Möbel, die er nicht mehr braucht. Und dass die anderen das dann eventuell nützen können, dass man einfach untereinander sich gegenseitig unterstützt, gegenseitig hilft. Und ich würde sogar sagen, das Ganze sogar unentgeltlich, weil das Problem ist, wenn ich da jetzt schon wieder irgendwelche Forderungen dran festmache, dann kann ich natürlich auch wieder enttäuscht werden, weil ich habe mir viel mehr vorgestellt, sondern einfach sagen, okay, was wäre ich denn bereit für jemanden zu tun? Und ein anderer tut was wiederum für mich. Und ich denke mal, das ist wieder ein Stückchen Menschlichkeit leben. Das ist hier die Region, innerhalb der Region etwas tun. Und ich denke mal, das wäre etwas Sinnvolles, was wir alle untereinander einfach machen können. Vernetzt euch. Wenn ihr könnt das innerhalb der Facebook-Gruppe machen oder einfach schreiben, okay, ich kann das und das anbieten oder ich benötige das und das. Oder ihr könnt uns auch ansprechen und wir versuchen dann, jemanden zu finden, der euch weiterhelfen kann. Oder der vielleicht eure Hilfe in Anspruch nehmen kann. Ich denke mal, das wäre was wir hier machen können und das wir mit der Zeit mehr und mehr ausbauen können. Ja, jetzt möchte ich den nächsten Redner kurz ansagen. Das ist der Jan Henrik, ein alter Bekannter. Und ich habe da jetzt vor, ich glaube, 2 Tagen, habe ich einen riesen Bericht. Für mich waren es riesige Fotos. Er hat Fotos geteilt von seinem Garten und sagt, mein Garten explodiert. Wir fangen jetzt gerade mal an, mal ein paar erste Tomaten zu züchten, vom kleinen Samen an, und die Pflänzchen sind jetzt mittlerweile auch schon so groß. Aber als ich dann die Bilder von seinem Garten gesehen habe, fand ich fantastisch, und er sagt, er hat teilweise so viel Gemüse, er weiß gar nicht, wohin damit. Und da habe ich gesagt, bist du denn nicht mal bereit, weil das ist ja auch ein Thema, Ernährung, wie ernähren wir uns, was können wir vielleicht auch selber tun, auf kleinem Raum oder wenn wir einen größeren Garten haben. Und da habe ich einfach Jan Henrik mal gebeten, ob er nicht Lust hat, heute hier mal was über die Selbstversorgung mal zu erzählen. Und jetzt übergebe ich ihm das Mikro. Ein kleiner Applaus für Jan Henrik. Ja, danke schön. Erstmal, dass ich vor so vielen Leuten rede, super. Ja, also ich habe so einen kleinen Garten und das sind vielleicht 15 mal 4 Meter oder so. Und da züchte ich Kartoffeln und diverses Gemüse, einfach so im familiären Maßstab, so für die ganze Familie, für alle, die so drumherum wohnen. Und ich habe mir vor ein paar Jahren mal ein bisschen, habe ich mich mit Permakultur beschäftigt und wie man halt mit der Natur zusammen halt Sachen anbauen kann und wie man zum Beispiel mit natürlichen Bakterien das Wachstum seiner Pflanzen beschleunigen kann, also effektive Mikroorganismen. Da hat zum Beispiel dann meine Mutter hat dort ihre Rosen zum Beispiel von 3 Blüten auf 12 Blüten gebracht pro Pflanze, das war schon mal recht erfolgreich. Ja, und ich habe so einfach so ein bisschen was angebaut, einfach nur gegossen, und es sprießt also wirklich wie Sau. Ja, was soll ich sagen? Also es funktioniert hervorragend, wir haben ganz, ganz viele Kartoffeln. Mittlerweile, also das schießt dermaßen ins Kraut, man kann da ganz gut von ernten und machen dann mit, 3, 4 Leuten essen wir da also wirklich ein halbes Jahr dran. Und mit dem ganzen Gemüse können wir uns ganz gut ernähren. Und natürlich benutze ich dafür dann auch selbst vermehrbares Saatgut und eben nicht diesen Monsanto-Scheiß. Ja? Ja. Was gibt's noch zu erzählen?
Ja, das machen wir auch, ja. Mhm. Was ist das? Also so eine Kartoffeltonne habe ich mal gesehen bei einem Freund. Das ist also, man hat so eine Bastmatte, die man rundherum aufstellt und dann macht man Schnüre drumherum, füllt das Ganze mit Kartoffeln auf und Erde und so, und die das Kraut schießt dann also an den Seiten raus, und wenn das dann schließlich fertig ist und die Pflanzen halt ein bisschen welk werden, dann ist es halt fertig. Und dann nimmt man einfach diese Bastmatte wieder ab und fischt dann seine Kartoffeln da raus. Das geht dermaßen einfach und man braucht dafür nicht sehr viel Fläche und schmeckt einfach super. Ja, und sonst habe ich Fenchel ein bisschen und ganz viel Rucola und ja, so das was man halt so täglich isst, ne? Ganz einfach. Ja, noch Fragen? Was wächst dir denn alles so am besten? Was wächst am besten? Also zuallererst natürlich Kartoffeln und grüne Bohnen esse ich ja für mein Leben gern. Haben wir ganz viel und ja. Noch jemand fragen? Wie viel Zeit stecke ich rein? Also im Prinzip nicht sehr viel. Also meine Mutter ist halt Floristin mal von Beruf gewesen, mittlerweile auf Rente, und sie berät mich da ganz gut. Von daher, ja. Wie viel Zeit? So bestimmt nicht mehr als eine Stunde am Tag, also für die Fläche jetzt, ne? Wie viel Prozent von deinem Lebensmittelbedarf deckst du damit? Wie viel Prozent vom Lebensmittelbedarf? Also im Winter natürlich eher nicht, da kaufe ich ganz normal ein. Also wenn es jetzt Erntezeit ist, ja, würde ich schon sagen, so 60 Prozent. 40 bis 60 Prozent, so kommt drauf an, was ich gerade anbaue, ja. Mhm. Bitte nochmal. Wo bekommt man die Samen her? Ja, Google ist dein Freund, würde ich sagen. Also ich kann dir jetzt auch keine Shops jetzt gerade nennen, wo ich das jetzt gekauft habe ich vergessen. Also es gibt halt so selbst, du kannst einfach googeln nach selbstvermehrbarem Saatgut, und da wirst du also ganz bestimmt fündig werden. Ja. Also bestimmte Shops, ich mache jetzt keine Werbung, weiß nicht. Ja? Es gibt Bio-Shops für Saatgut. Ja, Bio-Shops für Saatgut, genau. Mhm. Ganz genau richtig, keine Hybridsamen, ja, und darauf habe ich auch geachtet, ja, richtig. Ja, das wär's. Danke. Gut, ich denke mal, wer noch Fragen hat, der kann sich auch gleich nochmal zwischendurch an Jan-Henrik wenden, der ist bestimmt gerne bereit, da Rede und Antwort zu stehen. Ja, ich denke mal, auch das ist ein Weg, bisschen unabhängiger zu werden, einfach mal zu schauen, was habe ich denn für eine Fläche, was habe ich für eine Möglichkeit, und man braucht nicht immer so wirklich viel Platz, um mal so ein paar Sachen anzubauen und sich selber mal mit ein paar guten Nährstoffen mal zu versorgen. So, jetzt Angela wollte noch gerne was. Ich soll erstmal machen, alles klar.